Am 18. Oktober 2013 war es dann soweit. Kannst du ihn sehen? Er, der Clown. In den nächsten Sekunden würde dieser Clown Francisco Rafael Arellano Felix ermorden, den Anführer des berüchtigten Tijuana-Kartells und einen der gefährlichsten Männer Mexikos zu dieser Zeit. Vor den Augen aller Anwesenden auf seiner Party zum 63. Geburtstag. Heute wissen wir, dass es sich bei dem Clown-Attentäter um José Rodrigo Arechiga Gamboa, den ranghöchsten Auftragskiller des unteren Sinaloa-Kartells, besser bekannt als El Chino Antrax, handelt. Und heute erzähle ich Ihnen seine Geschichte. Shady Beginnings. José Rodrigo Arechiga Gamboa hatte ein überraschend normales und privilegiertes Aufwachsen. Er wurde am 15. Juni in der Stadt Culiacán im Herzen des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa geboren. Seine Familie war sehr angesehen und einigermaßen wohlhabend. Sein Vater war ein Regierungsbeamter und seine Mutter eine Akademikerin. Es gab jedoch von Anfang an ein Problem und das hatte mit den Nachbarn von Arechiga zu tun. Die Familie, die in seiner Kindheit neben Arechiga wohnte, waren die Zambadas. Und wenn Ihnen dieser Name nicht geläufig ist, werde ich ihn in wenigen Sekunden für Sie aufschlüsseln. Ismael El Mayo Zambada Garcia gehörte zu den vier Personen, die vor 35 Jahren das Sinaloa-Kartell gründeten. Im Jahr 1987, als El Chapo noch aktiv war, leitete Zambada seine eigene Gruppierung. Der einzige Grund, warum man nicht viel von ihm hört, ist, dass Zambada im Gegensatz zu El Chapo, der gerne im Rampenlicht stand, immer damit zufrieden war, eine ebenso skrupellose wie gerissene Schattenfigur zu sein. Nun zurück zur Arechiga-Geschichte. El Mayo Zambada hatte drei Söhne. Vicente Zambada Niebla, Ismael Zambada Imperial und Serafin Zambada Ortiz. Diese drei Söhne waren ungefähr im gleichen Alter wie Arechiga und waren seine Nachbarn. Er wuchs mit ihnen auf. Viele Jahre später sagte die Mutter von Arechiga in einem Gerichtssaal Folgendes über die Beziehung ihres Sohnes zu den Zambadas. Sie gingen zusammen zur Schule. Sie spielten zusammen. Sie haben zusammen Sport getrieben. Sie besuchten gemeinsam gesellschaftliche Veranstaltungen. Sie wurden zu besten Freunden. Niemand weiß, wie viel Einfluss diese Zambada-Jungs auf Arechiga hatten, aber sie müssen wissen, dass Zambada seine Söhne nicht von seinen Kartellgeschäften abschirmte. Es war ein Familiengeschäft. Als Arechiga älter wurde, deutete jedoch nichts darauf hin, dass er ein Leben als Verbrecher führen würde. Er versuchte, Pilot beim mexikanischen Militär zu werden, scheiterte aber bei der Musterung, weil er eine Hautkrankheit namens Schuppenflechte hatte. Also konzentrierte sich Arechiga auf andere Dinge. Genauer gesagt beschloss er, ein Architekturstudium zu absolvieren. Während seiner Zeit an der Hochschule ereigneten sich für ihn in rascher Folge einschneidende Ereignisse. Erstens bekam er eine Tochter und zweitens heiratete er. Diese neuen Verantwortlichkeiten zwangen ihn, die Schule abzubrechen, und das ist der Zeitpunkt, an dem die Dinge eine dramatische Wendung zum Schlechteren nehmen. Ein neues Kapitel. Das Leben als Vater, Ehemann und Versorger erwies sich für Arechiga als unglaublich schwierig. Und als es unerträglich wurde, wandte er sich an seine Freunde aus der Kindheit, die Brüder Zambada, um Hilfe. Einer der Brüder, Vicente Zambada, auch bekannt als El Vicentillo, beschloss, Arechiga auf die einzige Weise zu helfen, die er kannte, indem er ihn in das Kartellgeschäft einführte. Arechiga wurde zunächst mit kleinen und harmlosen Aufgaben betraut, wie zum Beispiel das Fahren von Transporten und die Überwachung von Waren an ihren Bestimmungsort. Und als er diese Aufgaben perfekt erledigte, führte El Vicentillo ihn in den Drogenhandel ein. In dieser Zeit trat Arechigas Kreativität ins Rampenlicht. Er entwickelte eine ausgeklügelte Methode, um Kokain- und Marihuana-Lieferungen über die Grenze zu bringen, ohne erwischt zu werden. Sein Plan bestand darin, ein Netz von legalen Unternehmen aufzubauen, die Lieferungen aus Mexiko nach Amerika benötigten. Dann gründete er mehrere legale Speditionsunternehmen, die diese Sendungen auslieferten. Auf diese Weise konnte er die Lastwagen legal über die Grenze bringen, weil sie die richtigen Papiere hatten. Und die Grenzpatrouille hätte nicht geahnt, dass in jedem Lastwagen in kürzester Zeit tonnenweise Drogen versteckt waren. Arechiga wurde ein wichtiger Akteur im unteren Kartell von Sinaloa und erregte die Aufmerksamkeit von El Vicentillos Vater, dem Señor Zambado El Mayo, der begann, Gefallen an ihm zu finden. Irgendwo, irgendwann um diesen Zeitpunkt herum riss etwas in Arechiga,
Jäger, oder vielleicht war es schon immer da, denn zu diesem Zeitpunkt begann er eine unstillbare Gier nach Blut zu zeigen. Er ließ sich freiwillig mehr als jeder andere im Kartell auf die grausamen Seiten des Kartellhandels ein. Zu diesem Zeitpunkt war Arechiga bereit, Menschen zu ermorden. Was er jedoch mit den Leichen der Getöteten anstellte, machte ihn zu einer gefürchteten urbanen Legende. Verstümmelte Leichen wie Warnbanner und Grizzlybänder, die an öffentlichen Brücken im Sinaloa-Territorium aufgehängt wurden. Und das Gerücht in der Stadt war, dass jeder, der durch die Hand von Arechiga starb, sein Leiden im Jenseits fortsetzte, weil man seinem Körper etwas angetan hatte. Es überrascht nicht, dass El Mayo aus Arechigas Hang zur Gewalt Kapital schlug und ihn in seine Riege der gefürchteten Attentäter aufnahm. Und was noch wichtiger war, er wurde zum persönlichen Leibwächter von El Vicentillo, Los Antrax. Irgendwann um 2008 wurde Arechiga von seinen Leibwächterpflichten entbunden und von El Mayo mit einer neuen, wohl wichtigeren Aufgabe betraut, da sich innerhalb des Sinaloa-Kartells ein Bürgerkrieg zusammenbraute. Ein Verbündeter des Sinaloa-Kartells hatte sich abgespalten und führte Krieg. Es handelte sich um die Organisation Beltran Labor, und während sie mit El Chapo kämpften, geriet El Mayo mitten hinein und musste sich dem Krieg anschließen. Die Situation war der perfekte Sturm für Arechiga. Er gründete seine eigene Waffenstaffel des Sinaloa-Kartells und nannte sie Los Antrax, nach den berüchtigten tödlichen Bakterien. Zu seinem Team gehörten seine rechte Hand, René Velázquez Valenzuela K., alias El Sargento Fénix, Jesús Peña, auch bekannt als L20, Rafael Guadalupe Félix Núñez, auch bekannt als Changuito Antrax und andere. Und jedes Mitglied erhielt einen Ring als Kopf dieses Killerkommandos. Arechiga wurde unter dem Namen El Chino Antrax bekannt, was übersetzt so viel heißt wie das chinesische Antrax. Sie hatten zwei Aufgaben. Die eine war der Schutz von El Mayo Zambada, die andere war der Krieg gegen jeden, der es wagte, ihren Weg zu kreuzen. Für Arechiga und sein Killerkommando war das praktisch jeder. Los Antrax verwüsteten Sinaloa 5 Jahre lang mit nicht enden wollender Gewalt und Arechiga verwandelte sich in ein nicht wiederzuerkennendes Monster. Jedes Mal, wenn sie mit Beltran Labor zusammenstießen, war es ein Blutbad mit Opfern auf beiden Seiten, auch unter der Zivilbevölkerung. In der Zwischenzeit griff die mexikanische Armee in den Krieg ein und versuchte, beide Fraktionen zu Fall zu bringen. Nach einer Weile hatten die rivalisierenden Kartellmitglieder die Nase voll und begannen, Mitglieder der Los Antrax auszuschalten. Sogar das mexikanische Militär schloss sich der Partei an. In der Zwischenzeit begann Arechiga eine ungesunde Vorliebe für das Rampenlicht zu entwickeln. Als Arechigas Bande einen Anschlag nach dem anderen erlitt, begann seine Führung in den Augen von El Mayo zu wackeln. Am 1. November 2011 erlitt Los Antrax einen seiner schwersten Schläge, als ihr Mitstreiter Francisco Archie Rubio, den alle als Pancho kannten, während eines Hallenfußballspiels in Culiacán von rivalisierenden Gangstern von Los Madras Lecos, dem Vollstreckerarm der Organisation Beltran Labor, getötet wurde. Leichen hingen von den Brücken. Zivilisten wurden auf Spielplätzen erschossen. Überall gab es Gewalt. Währenddessen rächte sich Arechiga an seinen Feinden. Außerdem hat er sich ein weiteres fragwürdiges Hobby zugelegt: Social Media Influencer. So verrückt es klingt, und ehrlich gesagt sollte es das auch nicht. Arechiga stellte seinen Reichtum in den sozialen Medien zur Schau und wurde tatsächlich zu einem Social Media Influencer. Er verdiente Millionen von Dollar mit dem Kartell und gab diese Millionen natürlich für protzige Autos aus, mietete teure Yachten, kaufte teure Uhren und Häuser. Arechiga ließ auch mehrere Narco-Corridor-Balladen über sich schreiben, von denen einige ihn als eleganten und fitten Mann beschrieben, der seine Sportwagen und Yachten genoss und gerne Champagner trank. Und er postete alles in den sozialen Medien, um seinen Reichtum der ganzen Welt zu zeigen. Er posierte sogar mit berühmten Persönlichkeiten, wie hier mit Paris Hilton. Und obwohl er sein Gesicht verschleiert haben mag, um seine Identität zu verbergen, wurden Sicherheitsbehörden auf der ganzen Welt auf ihn aufmerksam und es dauerte nicht lange, bis sie einen Weg gefunden hatten, ihn zu fassen. Arechiga hat sich zwar bemüht, sich zu verstecken, aber seine Identität war nicht mehr zu verkennen, denn er trug auf jedem Bild seinen Antragsring am Finger. Er nahm ihn nie ab. Und dieser Ausrutscher sollte in den letzten Monaten des Jahres 2013 schließlich zu seinem Untergang führen. Verhaftung,
Gefängnis Spitzel. Am 31. Dezember, nur wenige Monate nach der Ermordung des Kopfes des Tijuana-Kartells, hatte Arechiga beschlossen, einen Urlaub zu nehmen. Er verließ Mexiko in Richtung Niederlande und wurde unmittelbar nach der Landung von Angehörigen der niederländischen Polizei verhaftet. Einige Tage zuvor hatten die USA die Niederländer gewarnt, dass ein 33-jähriger mexikanischer Staatsbürger, der zufällig auch ein Drogenboss war, in wenigen Tagen in ihrem Land eintreffen würde und sie wollten, dass er verhaftet wird. Unmittelbar nach der Landung identifizierten sie ihn und nahmen ihn fest. Die Identifizierung war jedoch nicht einfach, da Arechiga unter einer falschen Identität flog. Der Identität eines Toten, den er wahrscheinlich umgebracht hatte. Er hatte sich auch einen Bart wachsen lassen und sein Gesicht durch plastische Chirurgie leicht verändert. Was den Behörden half, ihn zu identifizieren, war sein verlorener Anthraxring, den er dummerweise an seinem Finger trug. Auslieferung und Prozess in den USA. Am 10. Juli 2014 wurde Arechiga in die USA ausgeliefert. Am nächsten Tag wurde er angeklagt und formell wegen Drogenvergehen verurteilt. Zunächst war Arechiga stur und plädierte auf nicht schuldig in Bezug auf die gegen ihn erhobenen Drogenvorwürfe, doch nach mehreren Anhörungen machte Arechiga eine Kehrtwende. Am 20. März bekannte er sich schuldig und gab zu, dass er an der Verbringung von Kokain und Marihuana in die USA beteiligt gewesen war und während seiner Tätigkeit für das Sinaloa-Kartell gewalttätige Aktivitäten unterstützt hatte. Dieser Sinneswandel war verdächtig und es gab zu diesem Zeitpunkt viele Fragen. Wurde er gefoltert? Warum hat er plötzlich gestanden? Welches Angebot könnten ihnen die Staatsanwälte gemacht haben, das er nicht ablehnen konnte? Am Ende seines Prozesses wurde dieses Angebot deutlich, als er zu einer unglaublich milden Strafe von nur 6 Jahren in einem US-Gefängnis und zusätzlichen 5 Jahren auf Bewährung verurteilt wurde. Während dieser 6 Jahre verriet Chino Anthrax fast jeden, der mit der US-Staatsanwaltschaft zusammenarbeitete, gab Namen und Adressen preis und deckte die Arbeitsweise des Sündenkartells in den USA auf. Die Informationen, die er weitergab, waren so nützlich, dass sie dazu beitrugen, große Teile des Sinaloa-Kartells zu destabilisieren. In der Zwischenzeit waren sich alle zu Hause, einschließlich El Mayo, darüber im Klaren, dass ihr Goldjunge sich in eine Ratte verwandelt hatte. Das endgültige Ende kam am 3. März, als Chino auf Bewährung entlassen wurde und in den USA aus offensichtlichen Gründen unter Hausarrest gestellt wurde. Die Bewährungsauflagen beschränkten ihn auf einen Radius von 500 Metern um sein Haus in Kalifornien. Einige Monate später, im Mai, entkam er jedoch seiner Bewährung und kehrte nach Culiacán zurück, um bei seiner Schwester und ihrem Mann zu leben. Es überrascht nicht, dass 10 Tage später, in der Nacht des 14. Mai 2020, Arechiga, seine Schwester und ihr Mann im Haus waren. Plötzlich drangen maskierte Schützen in das Haus ein und begannen auf sie zu schießen. Arechiga antwortete mit Schüssen, aber schließlich ging ihm die Munition aus und sie wurden alle als Geiseln genommen. Am nächsten Morgen wurde die Leiche von Arechiga, seiner Schwester und ihrem Ehemann in einem schwarzen Geländewagen entdeckt, der in Stoff eingewickelt war und ihre Köpfe waren mit Plastiktüten bedeckt. Sie waren alle gefoltert und erschossen worden. Es wurde viel darüber spekuliert, wer diesen Angriff auf El Chino angeordnet haben könnte. Einige sagen, dass es wahrscheinlich Mitglieder des Tijuana-Kartells waren, die sich an ihm für die Ermordung ihres Chefs rächen wollten. Andere vermuten, dass es sich um Überbleibsel des Beltran Labor handelt, einer Organisation, die bereits vom mexikanischen Militär aufgelöst worden war. Wie auch immer und wer auch immer es war, der Angriff fand tief im Sinaloa-Gebiet statt. Und es gibt keine Möglichkeit, dass irgendjemand einen solchen Anschlag verübt hat, ohne dass El Mayo oder die führenden Mitglieder des Kartells davon wussten. Und in den Monaten nach dem Anschlag, als es keine Vergeltungsmaßnahmen oder Rache für die Ermordung eines ihrer ehemaligen Top-Sicarios gab, wurde klar, dass El Mayo derjenige gewesen sein muss, der den Mord angeordnet hat. Und wenn er es nicht war, hat er es auf jeden Fall zugelassen. Für sie war El Chino Anthrax ein Verräter, der sie verkauft hatte. Und das ist in jedem Geschäft oder Verbrechen der Welt unverzeihlich. Warum also verließ Arechiga die Sicherheit seiner Bewährung in den USA, um nach Sinaloa zurückzukehren, wo er hätte wissen müssen, dass er nicht erwünscht war? Hat er wirklich geglaubt, dass ihm alles, was er getan hat, so leicht verziehen werden würde? Wer sorgte für seine Sicherheit bei seiner Rückkehr? Oder war El Chino Anthrax einfach so dumm? Wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir doch gerne diese ähnlichen Videos an. Hinterlasse ein Like und vergesse nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif.